Ein weiteres Hilfsmittel, was unheimlich hilfreich sein kann, ist das Lernportal Informatik, https://moodle.informatik.tu-darmstadt.de. Das wird von vielen Veranstaltern genutzt, unter anderem um Materialien abzulegen, die Abgabe von Hausaufgaben zu bewerkstelligen und deren Bewertung, Foren bereitzustellen und mehr. Das Login erfolgt hier generell über die TU-ID. Und besonders wichtig ist hier in diesem Kontext, achten Sie darauf, dass Sie beim ersten Login Ihre Daten erfasst haben. Das sehen Sie ganz einfach daran, dass, wenn Sie sich erneut einloggen, oben rechts Ihr Name zu sehen sein muss. Nicht nur Ihr Vorname, sondern der vollständige Name sollte dort stehen. Wenn dort nichts steht, das Bild muss nicht da sein, Sie dürfen ein Bild hochladen, müssen aber nicht, dann haben Sie einen anonymen Account, wo Sie weder Ihren Vornamen noch Nachnamen noch Ihre E-Mail hinterlegt haben, dann wird dieser Account relativ schnell vom Administrator gesperrt, wenn Sie nicht handeln. Dazu gehen Sie auf den kleinen Pfeil neben Ihrem Namen oder der Stelle, wo Ihr Name hätte stehen können, und dem Avatarbildchen und klicken dann auf Profil, Profil bearbeiten und geben dort die entsprechenden Daten ein. Machen Sie das bitte umgehend. Im Lernportal finden Sie noch ein paar weitere hilfreiche Sachen, insbesondere den Kurs zur Fachstudienberatung Bachelor Informatik. Dort finden Sie eine Sammlung relevanter Unterlagen wie das Modulhandbuch, die aktuelle Ordnung, Studien- und Prüfungsplan und vor allen Dingen finden Sie Ratgeber zu verschiedenen Themen. Wie bereite ich mich auf eine Klausur vor? Was passiert, wenn ich eine Prüfung wiederholen muss? Wie sind die rechtlichen Vorgaben? Wie sind Tipps zum Vorgehen? Wenn es mit dem Studium bisher nicht so gut lief, wie kann ich einen Wiedereinstieg gut schaffen? Wie ist das mit der Anerkennung von Leistung? Außerdem gibt es dort Foren und auch eine Möglichkeit, Fragen anonym einzureichen. Zusätzlich brauchen Sie keine Scheu haben, diesem Kurs beizutreten. Die Teilnehmerinnenliste ist für Studierende nicht einsehbar. Wir haben inzwischen sehr, sehr viele Studierende drin, dennoch bleibt diese Liste sozusagen anonym. Weiterhin gibt es Zusatzkurse, die ebenfalls ein Blick wert sein können. Sie finden alle die folgenden Kurse im Bereich semesterübergreifend, wenn Sie auf der Startseite etwas runterscrollen, bis Sie die Kursübersicht sehen. Also, schon erwähnt, Fachstudienberatung Bachelor Informatik. Es gibt einen semesterübergreifenden Kurs zu funktionalen objektorientierten Programmierkonzepte. Die Inhalte dort entsprechen nicht exakt dem Konzept der FOP, wie sie derzeit von Professor Weihe gehalten wird, enthalten aber einen großen Fundus an Materialien, die dennoch hilfreich sein können. Es gibt einen Kurs mit Hilfen zur Nutzung des Lernportals, einen Kurs mit Tipps zum effektiven Studieren. Ich rate Ihnen, schauen Sie sich diese Kurse an, ob da für Sie etwas Passendes dabei ist.